Nicht bewegen. Scheiße. Ja, au, au, nimm mich. Was ist? Scheiße, mein Bogen ist kaputt. Mein Dings ist kaputt. Ich bin gleich tot. Hallöchen und ein herzliches Willkommen hier zurück bei Ark Survival in der Wüste, wieder mit CJ und dem kleinen Putzigen. Hallo Welt. Yeah. Ja, cool, wir haben viel vor. Wir möchten unsere Lehmhütte dann irgendwo bauen. Wir müssen so ein ich nenne es mal großes Dinosaurier-Wasserkamel zähmen. Und dann ein bisschen auch irgendwann mal auf Reisen gehen und vielleicht irgendwo ein. Warte mal, vielleicht sollten wir das Vieh erst zähmen und dann uns vielleicht den Ort für unsere neue Hütte. Weißt du? Das war der Plan, stimmt. Das ist meine Überlegung gewesen, ja. Ja. Das bedeutet, wir müssen alles. Für die Reise müssen wir echt dann viel mitnehmen. Denk an deinen Alter, ne, der Wasserbehälter. Der ist ja komplett vom Arsch. Da verliert der hier extrem viel Wasser. Ja, wir sind halt in der Wüste, ja. Ja, aber halt. Das ist doch in einem Gefäß. So, warte mal, ich muss mal das Zelt abbauen. Hallo? Dankeschön. Pick up. Und jetzt, nein, reparieren. Wie, jetzt fehlt mir noch. Hä? Ich habe das doch gerade repariert. Was? Das Spiel will mich verarschen, CJ. Sag mal, bevor wir unseren Wassertierchen sehen, hast du... Ja, das müsste man jetzt wissen, wie viel Narkotika die brauchen. Das wäre irgendwie geil, ja. Ja, wir müssen erstmal welche herstellen, das stimmt. Ach, das muss mehrfach repariert werden. What? Das ist doch viel günstiger, sich ein neues zu bauen. Anscheinend ist das noch ein bisschen buggy. Okay. Und dann bauen wir uns ein neues Zelt. Aber erst wenn das andere kaputt ist. Ja, weil es nimmt die Materialien raus zum Reparieren und es repariert mehrfach. Aber irgendwie passiert da an den Balken nichts. Das ist dann blöd. Ja, ich sag mir auch die ganze Zeit, dass ich das gleiche Zeug brauche. Super, Materialien verdattelt und nichts passiert. Gut, in welche Richtung bist denn du jetzt gegangen? Ich komme gleich wieder zurück. Ich muss dann erstmal Kram abliefern. Ich bin, bevor ich sinnlos rumstehe, dachte ich mir, schmeiße ich mal mein Tierchen hier ein bisschen durch die Gegend. Nee, Spaß. Gehe ich mal ein paar Bären sammeln. Ja, ich bin jetzt auch gerade auf Bärensuche. Ich sehe, wie das läuft. Ja. Weil wir müssen jetzt ein bisschen Narkotika herstellen, damit wir uns das wieder leisten können. Ja. Das ist wieder total heiß, ey. Ja, meine Narkobären-Ausbeute, die hält sich in Grenzen gerade. Ich habe 23 Stück reingebracht, wir haben da aber nur noch einmal verdorbenes Fleisch drin lange. Ich habe noch 42 auf Tasche. Ja, gut, alles klar. Haben wir so viel Fleisch verdattelt? Obwohl, das verdorbene Fleisch verdirbt ja dann auch noch irgendwann, ne?
Das verdorbene Fleisch kann noch verderben. Ja. Also das ist Okay. dann so ein bisschen, geht dann weg. Fort. Fort. Ja. Fort ist es. Die Scheiße. Oh Gott, ey. Wir brauchen auf jeden Fall ein Vieh, was Bären sammeln kann. Dringend, ganz dringend. Es Warte gibt mal, wir genug sind doch Fische, aber jetzt sagt schon Level 20 und so, ne? er. Hier muss es doch Triceratops geben oder sowas. Oder ähnliche. Ja, warum? Ich meine ja. Ich habe, glaube, haben wir hier nicht schon welche gesehen? Ich glaube. Denn ab, ich glaube, Level 20 kann man doch einen Triceratops reiten. Oder Ich glaube 25. auch. Ich Habe ich. glaube 20, das müsste schon passen. So. Batov. Batov. Wir machen jetzt Bat. Weil das Bären gesammelt, das geht mir aufs Schwein. Und das Naja, aber ist auch ja, nicht cool. bring mal das Fleisch und deine Bären, bring die mal rein. Erstmal. Ich hätte jetzt draußen in der Wüste irgendwo vergraben. Das ist auch eine gute Idee, da werden sie wenigstens nicht schlecht, ne? Wegen Hm? Erde Ja, und Kühe. so, ja, habe ich. Soll ich schon Hühnerstall. mal, herstellen, oder? Kann ich auch gleich machen. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen was Achso, Wasser. jetzt bin ich schon auf herstellen gegangen. 7 Stück kriegen wir nochmal. Aber ich denke mal, wir brauchen mehr als das, was wir drin haben. Für so einen großen. Das Nein, oh, jetzt nehme habe ich ich mir auch Seide mit. weggeschmissen. Das. Achso, das sollten wir auch wegschmeißen, genau. Triceratops, das ist jetzt die Frage. Ich habe jetzt 16 Betäubungsfallen dabei, damit kriegen wir den auf jeden Fall runtergeschossen. Das ist definitiv Fakt. Ja. Also darüber mache ich mir jetzt gerade mal noch nicht so die Sorgen. Die Frage ist halt nur, wie viel brauchen wir, um den zu füttern? Und außerdem hätte ich den auch gerne hier irgendwo in der Nähe, damit wir nicht immer 1000 Kilometer durch die Wüste laufen müssen. Ja, deswegen füll mal deinen Wasserschlauch mit Trink Ja, und ich dann weiß nicht, ob sich gehen das gerade lohnt, Großer, weil ich muss ja erstmal irgendwie Hitzschlag Achso, entgegenwirken. ja. Okay, wir tun erstmal Hitzschlag entgegenwirken, beide. Hi. Okay. Und dann gehen wir auf den Triceratops-Dingens. Ich denke mal. Nö, wir cutten hier nix. Hier wird nix gecuttet. Sonst hätte ich gesagt, wir machen hier einen kleinen Das Cut wird oder zu so. warm. Bist du schon fertig oder was? Wasser da. Nee, nee, ach, ich muss das mal trinken. Das ist alles ganz schlimm. Ja, mein Bogen, der ist auch bald im Arsch. Sieht auch nicht gut aus. Ich wollte jetzt noch irgendwas, Aber aber ich ich habe auch hätte keine was Pfeile, gehabt. von daher ist okay. Hast keine Pfeile? Nö. Er braucht ja keine. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob die Bola beim Triceratops funktioniert. Das ist auch nicht schlimm, den kriege ich locker runtergeschossen mit dem Betäubungsfallen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich habe noch eine. Na, 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 na. Warum ist mein Mikro so an der falschen Stelle? Dreimal drei macht vier. Widi, 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 da, 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 da. So sieht's nämlich aus. Nee. Mit diesen Blitzschlagkugeln, das dauert relativ Ja, lange das gerade. ist. Naja, ich werde, glaube ich, mal googeln, inwieweit man
die Resistenzen da. Ich meine, wenn wir die scheiß Kleidung dann endlich haben, ja, dann denke ich mal, ist das gegessen. Zumindest ist es nicht mehr so schlimm wie jetzt. Das denke ich wohl auch, ja. Weil jetzt gerade im Moment ist es. Ja, ich meine, ich habe auch tausend andere Sachen, die ich vor den Resistenzen skillen möchte. Weißt du? Zum Beispiel auch den Nahkampfschaden. Der Nahkampfschaden ist erstmal okay bei mir. Aber ja, Gesundheit, Ausdauer, Gewicht und so ein Krempel halt, weißt du? Kannst ja nicht anfangen, ja. Jetzt sag mal, ich habe den Eindruck, dass mein Hitzschlag schneller runtergeht, wenn wir das Zelt offen lassen. Keine Ahnung, wenn zur Belüftung oder was? Nee, jetzt mal ernsthaft, ohne Witz. Das scheint echt schneller zu gehen. Ja, dann lassen wir das halt offen. Plus gut, dass man das Zelt auch reparieren kann. Liebe Entwickler. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich dieses Zelt den ganzen Tag nur rumschleppen müsste, ich auch die Krise kriegen. Kann ich nichts trinken? Klar. So. Okay. Wir gehen Ja, jetzt wegen bloß dir mal. kann man. Wir gehen jetzt ja bloß mal auf salzigen Tour. Wo fühlt sich ein Triceratops doch wohl? Wahrscheinlich am Wasser stimmen die. Deswegen würde ich erstmal jetzt Jedes da Tier fühlt sich entlang. am Wasser wohl. Mal hier lang, hier, so hier Richtung dieses Tals. Was unten ist Wasser, oder? So, hier, guck da. Ist das nicht das Tal des Todes? Ach, wir können mal gucken hier, dann wissen wir es. Warte mal, renn mal nicht schnell, da geht dein Wasser extrem schnell runter. Hitzschlag schneller hoch und so, Und ja. Hitzschlag und alles. Ich bin schon wieder bei weiß. Achso, hätten wir das Zelt mit. Scheiße. Warte mal. Ich nehme das Zelt mit. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um und gucke, was hier so geht. Naja, ein Haufen Käfer sind hier auf jeden Fall. Und Warte so ein mal. Schwabbeltier ist hier hoch. Ja, ich nehme Schwabbel mit. Ehrlich Für jetzt, okay. den Fall der Fälle. Haben. Vielleicht findet man ja Metall oder sowas. Weiß ja alles nicht. Da würde ich aber nicht Schwabbel für benutzen, um das abzubauen. Nein, Aber da kriegst du weniger. zum Und zum Tragen Reinlegen. meinst du? Ah. Weil ich kann noch nicht. Oh, da ist ein Mist, du Wasserkäfer. rauchst ihn schon wieder. Ja, manchmal. Ich habe schon wieder eins dieser coolen Kängurus gefunden. Das heißt trinken. Coole Kängurus. Stimmt, über so ein Känguru sollte man demnächst vielleicht auch mal nachdenken, weil ich glaube, mit den Viechern bist du hier extrem schnell unterwegs. Ja, aber ich habe so mal bei YouTube geguckt, ob sich die lohnen, so, ne? Und da hat einer gesagt, Ja. die sind zwar so schön schnell und pipapo, ne? Und kannst halt schön rumhopsen, aber die sind halt Kacke. Weil. Ja, weil die nichts können. Nicht wirklich. Das ist ein Problem. Ja, sag mal, Alfred. Oh, hier ist irgendwas. Hat er irgendwas? Was? Nee. Das sind nur die Käfer, die ihre Geräusche machen. Alles ist in Ja. Ordnung. Käfer haben wir genug. Da hinten läuft was Größeres. Aber oh, ich weiß nicht genau, was es ist. Wo? Ach, ja, nee, ist nicht so wichtig. Da hinten ist bloß ein blöder Parasaurus. Oh, da unten ist ein Aber wir Raptor. können. Das ist ein Raptor. Und ein Känguru. Aber sag mal, können die Gängel. Parasaurier ja da. Ja, nee, die ernten auch Bären, aber naja, gut. Nicht der Rede wert, auf jeden Fall. Die Idee mit den Skorpionen wäre auch noch was, ne? Zum Betäuben von. Sehe ich auch so. So, warte mal. Bin ich auch ja auch nicht ganz blöd. Schwabbel an der Kante jetzt hier Vorsicht. Die das in den Maul von was Großen reinfällt.
Da unten sind Kängurus, ein paar, ne? Ne, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Ich glaube, es ist fast, oh, aber da unten scheint wieder dieses Oder ausgetrocknete unten sind Farbe zu zwei sein. Raptoren. Also. Ja gut, die können mich am Arsch lecken. Fuck, das, die machen wir fertig, aber trotzdem. Ja. Aber wir holen sie uns. Oder wir holen sie uns. Da hinten ist Wasser wie Sau. Ich denke mal, da sollten wir vielleicht mal lang gehen. Wo bist denn du? Stehen, glaube ich, neben dir. Ja. Hä? Nein. Fast, warte. Ach da, Ich denke, okay. das mit den zwei Raptoren, das halte ich auf jeden Fall für eine gute Idee. Die Frage ist nur, ob unsere Narkotika dafür reichen. Meine Aussage dazu ist nein, höchstwahrscheinlich nicht. Genau. Wahrscheinlich eher nicht. Los, lass uns mal zu dem Wasser da runter gucken. Das Coole ist, Schwabbel kriegt kaum Fallschaden, wenn der irgendwo runterdonnert. Hier unten im Tal ist gut, ne? Siehst du das? Hier kuriert sich mein Hitzschlag relativ schnell. Ich bin komplett geheilt. Ich auch gleich. Also es dauert bei mir auch nicht mehr lange. Also guck Wir mich an, wie du sollten willst. Ich bin dafür, dass vielleicht, wir hier unsere Hütte bauen. ja, in so einer klimatisierten Zone hier. Am besten hier unten irgendwo direkt am Wasser irgendwie so, weißt du? Ja. Hier gibt es Ich auch sehe bis relativ viele jetzt. Bäume. Ich sehe auch bis jetzt nichts Schlimmes gerade so an sich. Na gut, noch gibt's hier viele Bäume. Naja, die wachsen ja auch nach, ne? Schau mal, da hinten ist ein Wassertier, so ein großes. Ja, hier ist auch ein Wasserkäfer noch ungefüllt. Kängurus. Wollen wir dem Wasserlauf mal ein Stück Guck mal, folgen? hier ist doch eigentlich ganz Guck mal, da schick, oder unten sind nicht? zwei. Hier, die Raptoren kommen. Was sagst du mir jetzt? Wo denn? Der Schwabbel für ähnliches Vieh. Warte, ich komme runter. Oder soll ich, kommst du hoch? Die fressen das gerade. Ne, die kriegen das gar nicht platt, normalerweise. Ach so, ja. Ach ja, das habe ich gar nicht gesehen, dass sie gegen ihn kämpfen. Na, das ist doch quasi Gratisfleisch, ja? Theoretisch. Also theoretischerweise, der murmelt sich dann irgendwann ein, wenn er so viel Schaden kriegt. Und dann hauen die ab. Das heißt, die gehen dann auf uns. Na, ich habe einen Speer schon am Start. Eingemurmelt. Jetzt, Nicht glaube ich. bewegen. Scheiße. Ja, zu spät ist jetzt. Hab ihn. Au, au, nimm mich. Lass es. Scheiße, mein Bogen ist kaputt. Mein Dings ist kaputt. Ich bin gleich tot. Komm, geh auf mich, du. Ja, komm her, du Pissvieh, ey. Alter, meine Knochen sind gebrochen. Schwappel, warum hast du nichts gemacht? Ist ja Hey, der baut passiv. Stein ab. Warum baut er jetzt Stein ab? Schön, Schwabbel. Prima. Hey, der rennt rum und baut Stein ab. Was ist das? Warte mal, zu mein Ziel angreifen. Danke. Ja. Au, au, das hat ganz schön gesessen, ne? Okay, Alles. Stein, Sand hat also ordentlich ein bisschen was mit. Ist okay. Ja gut, ist lass drinne, können wir sowieso hier brauchen, davon mal abgesehen. Also Ja. Ich wollte noch das Level abmachen von ihm. Aber ich bin persönlich gerade voll am Arsch. ja, super geht's mir auch nicht mehr, ich bin auch fast tot. Zumindest meine gebrochenen Knochen sind wieder geheilt anscheinend. So, Schwabbel. Schwabbel, du folgst. Hier bauen wir die Steine ab und bauen uns hier unsere Hütte hin. Das wäre doch was. Geil. Ist eine Idee, ja. Wir haben Wasser, haben wir auch Fische? Fakt ist, wenn jetzt hier noch irgendwas angemarschiert kommt, bin ich am Arsch. Oh, wir haben hier sogar Fische. Ja, ich bin am Arsch. Wo Fische sind, kommen Cool. Krokodile bestimmt. Ja, müssen wir wohl aufpassen. Aber lass erst mal kurz ein bisschen regenerieren, würde ich sagen. Ich habe hier irgendein
Also bei mir ist der Sound so komisch wie in einer Höhle oder so. Okay. Nee, bei mir nicht, bei mir ist alles gut. Ich glaube, das ist ein Bug. Oder weil ich so am Arsch bin, kann auch sein. Das ist wie in einer Höhle. Hier sind Jambohas. Lass sie uns töten. Nee, warum? Warum nicht? Was hat denn das Vieh hier für ein Level? Level 4. Welches? Na, unser Wassertier hier. Das gefällt mir schon ganz gut, das große. So. Aber mal ehrlich, also Ja, hier aber sieht es wenn, doch dann müssen wir relativ erstmal unsere Hütte hier gut. hinbauen, ne? Ja. Was braucht man dafür? Noch Holz erstmal, ne? Bis wie dumm. Ja. Na dann lass uns langsam zurückgehen und lass uns auf dem Rückweg schon mal Holz sammeln. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir das. Da müssen wir hier nicht gleich die Bäume hier abholzen. Weil ich meine, ich möchte auch ein bisschen quer dort durchwohnen. Da hast du recht. Aber ich sollte, glaube ich, dann nach der Folge auf jeden Fall mal neu starten. Obwohl, nee, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das war. Ich bin hinter dir. Ich muss halt auch ein bisschen auf Schwabbel aufpassen, weil Ja, alles gut für mich. da kommt nämlich nie hinterher. Ich meine, die Bäume wachsen ja auch wieder nach, ne? Ja, aber wenn wir hier schon mal sind, weißt du, weil wenn wir hier lang laufen, dann kann ich mir auch von den Kakteen das Zeug holen, weißt du? Und gleich noch Kaktussaft. So, Moment. Holz rein. Da rein. Ach, deswegen war ich überladen. Ich hatte noch 50 Steine im Inventar. Sehr gut. Ja, sehr gut. Oh, Schwabbel wird jetzt wahrscheinlich sehr langsam sein. Weil überladen. Geht jetzt wieder, oder? Scheiße. Also, Dann. wenn ich jetzt noch so einen Kaktus verkaufe, bin ich auch voll. Bin ich auch überladen. Ja, Holz brauchen wir, Steine brauchen wir. Wir brauchen das alles eigentlich. Ja, ich will es. Okay, Aber was ich ist bin denn voll so gesehen. mittlerweile, was ist denn momentan wichtiger? Eigentlich Holz, ne, oder? Ja, schon. Aber ich tue jetzt nie das mühevoll vom Schwappel erfarmte. Nee, ist ja richtig, dann lass uns erstmal zurückgehen. Ich meine, was du hast, hast du, ne? Ah ja, stimmt schon. Gut, okay. Unser Plan steht auf jeden Fall. Ah, hi. Grüße. Ah, da haben wir unsere erste Bude eigentlich an einem ziemlichen Scheißort platziert, ne? Das Eigentlich ging schon, schon. ja. Was ist das? Learning by doing auf jeden Fall. Ja. Ich finde es cool, ne? Ich Täler sagte sind ja das. meistens kühler als. Wir werden unsere erste Hütte auf jeden Fall mal noch brauchen. Ich schwör's dir. Nur vorerst, ja. Nee, später auch. Glaub mir das. Irgendwann wirst du zurückkehren. Bist du dir da sicher? Ja, wer weiß, was da oben noch alles ist. So als Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Stellager, wir jetzt gerade hier richtig Workspace. sind. Darf man nicht zu weit hochstimmen. Wieso? Ja, wegen Viechern und so, weißt du?
Ja, wieso? Hier Das ist sind doch doch nur so die Käfer. Richtung. Ja, wir sollten jetzt mal noch ein bisschen hier mit lang. So, hier, so rechts von dir. Ja, genau. Mein Wasserbeutel ist schon wieder leer. Ich habe mal wo Runden nie aufgefüllt. Geil wäre es, wenn wir jetzt unsere Hütte nicht mehr wiederfinden. Stimmt, du läufst auf jeden Fall in die voll krasse Richtung, Mann. Du läufst viel zu weit hoch. Bist du sicher? Ja, hundertprozentig. Wir müssen hier weiter in meine Richtung. Und ich habe Oh, es hier ist gerade ein übrigens live Raptor. gesehen. Du hast völlig recht mit dem Fleisch, ne? Was? Ich habe gerade verdorbenes Fleisch verloren. Oh nein. Wo ist ein Schwabbel? Oh nee, Schwabbel. Ich bin doch ganz normale Wege gelaufen. Halt, was war das? Ich habe hier gerade was Grünes gesehen. Ich habe da hier gerade einen grünen Namen gesehen. Okay, dann bin ich bescheuert. Oh, Raptor. Akku? Raptor. Down. Yes. Ich wollte wissen, ob der Aggro ist. Der war aggro, ja. Jetzt ist er tot. Schwabbel, bist du das? Nee. Bloß gut, dass ich einen Hitzekoller kriege. Ich auch langsam, ich bin fast tot. Er hat mir schon wieder gut gegeben, das Vieh gerade. Wo ist Schwappel hin? Da, hier ist er. Oh, da hängt einem wirklich. Du solltest genau mir nach, Schwabbel. Da checkt nie, dass er an dem Felsen da lang muss. Ja, mein Wasser ist gerade extrem niedrig. Stimme mir nicht so weit hoch, jetzt rechts. Rechts, natürlich. Oh, pass auf jetzt, folge mir unauffällig. Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Okay. Ich werde mal nicht rennen, weil sonst weil ich stehe hier drüber schon. Oh, okay. Und ich habe unten an der Wasserquelle gesoffen. Entschuldigung, getrunken. Ja, Wüste ist schon gar nicht, ist kein leichtes Terrain, ne, das muss man einfach mal so sagen. Ich habe Terrain gesagt, hehe. Moa. Es kann ja auch mal ein Wasserkäfer vorbeikommen. Bist du dir sicher, dass du richtig bist? Ja. Ey, cool, da ist unsere Hütte. Wasser. Wasser. Glaubst du mir jetzt, dass ich richtig bin, dass ich Orientierung habe? Ja, aber ich brauche ganz dringend Wasser. Ganz, ganz dringend. Ich kann dir leider gerade nicht helfen, stimmt. Ich sehe ja zwar Ölkäfer ohne Ende, aber das war's auch. Ich sehe unser Haus. Schnell. Schnell. Schwabbel kommt angedüst. Oh, das ist ein Wasserkäfer. Den schnabuliere ich mir mal fix. Oh. Ich könnte auch langsam mal was zu essen hier brauchen. Wo ist Schwabbel jetzt? Ich verliere Energie. Ja, dehydrierst du oder sowas? Oder Nee. bist du zu überhitzt? Ich bin, glaube ich, zu überhitzt. Aber dann stelle ich mal das Zelt wieder hin.
So, hier, willkommen in Casa del Celtus. So, warte mal, das, das, das. Genau. Ja, sehr gut. Ja. CJ, es ist wieder soweit. Ist die Folge schon vorbei? Ja. Das ist aber schade. Oh nein, ich möchte noch eine Folge. Ja. Ja, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, ne, dann könnt ihr ein Däumchen da lassen. Yay. Yeah. Das sieht so putzig aus, ne? Yay. Und wenn ihr in Das ist Zukunft nichts richtig. verpassen wollt, dann könnt ihr gern auch ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Ark Survival in der Wüste. Ciao, ciao. Tschüss.